Und der Trommler, der Paniker, den wir gleich sehen werden, Julian, hat dich schon als Vierjährigen verfolgt. Erzähl mal. Naja, verfolgt. Ich bin natürlich ein guter Freund der Familie Krawetz, weil sein Vater Jean-Jacques spielt ja bei uns im Panikorchester im Originalen. Und das ist natürlich jetzt strange, das jetzt so zu judgen und zu beurteilen und da Punkte für zu geben wie im Sport. Weil Kunst ist Kunst, aber wenn es mich umhaut, haut es mich um. Und wenn nicht, dann sage ich es auch. Und dann wird man das in den Punkten sehen. Ja, wenn es dich umhaut, wir fangen dich auf, Bertram. Ja. Seid ihr gewiss. Okay. So, jetzt hier Udo bei der Udonaut und die Paniker. Jetzt mit Mein Ding. Als ich noch ein junger Mann war, saß ich locker. Du bist es nicht. Bist du es wirklich? Bist ja. Kannst du auch so, wie ich reden soll, normal? Oder? Nein, red bitte so. Das ja, okay. Ist sensationell. Ja, mach ich. Ja. Das sieht wirklich aus wie Udos Haare aus den 70ern. Das ist alles sensationell. Boah, so, Bertram, schieß los. Bist du umgehauen worden oder nicht? Also, die Authentizität von Udo, wie er das macht, ist die 9 Punkte allemal wert. Absolut. Es ist erschreckend. Also diese Zwischenworte, wenn er mit dir spricht, also das ist original. Also, der kriegt Beklemmung. Ja. Mille grazie, yeah, mille grazie. Okay. Oh, nee, oh, krass. Sensationell. Herrlich. Hey, Julian. Hey. Hi, Bertram. Hi, Julian. Wie war's noch vor Bertram zu spielen? Zum Kotzen. Nein, Quatsch. Das ist ein großes Lob gerade. Nein, das ist irgendwie strange. Ja, ist klar, ich kenne ihn schon ewig. Und, nervöser als vor irgendjemandem anderen? Oder, ja, natürlich. Oder gleich? Ja? Nee, schon. Hast du die ganze Zeit Blickkontakt zu ihm gehabt? Nicht die ganze Zeit. Aber ich habe schon gehofft, dass die 7 noch auf jeden Fall hochgeht. Ah, die 7 hat er gesehen. Also ihr seht das ja auch. Ja, ja, klar. Ach, du Scheiße. Ja, das ist furchtbar. Das ist hart. Aber das Gute ist, dass er jetzt nur 9 steht, oder? Das ist schon mal gut. Sehr gut. Ja. Julian, vielen Dank an euch alle. Yvonne, ich habe dich unterbrochen. Habe ich was gesagt? Ja.
Aber du wolltest gerade ansetzen. Nein, ich möchte was sagen. Ich habe ja auch mit Udo auf der Bühne gestanden und mit Bertram vor 22 Jahren. Und ich war wirklich fasziniert. Also erstmal, das hilft natürlich, wenn man sich in den Menschen und nicht nur den Sänger reinversetzt, sondern wie ist Udo? Was ist das für ein Mensch? Wie bewegt er sich? Und warum bewegt er sich, wie er sich bewegt? Die Schuhe, die Socken, das passt alles. Ja, das ist Wahnsinn. Das muss ja auch gesehen werden im Dunkeln. Ne? Udo, jetzt bist du noch mehr begeistert? Udo, ich habe mir während der Performance gedacht, ich kann jetzt gar nicht beurteilen, ist das jetzt eine Version von Udo oder ist es sehr, sehr nah dran? Aber es war mir wurscht, weil es war so authentisch. Das ist Amy und Udo, das waren die authentischsten. Und ja. Wir haben noch genug. Wir haben ja noch nicht alles gesehen. Ihr habt 998, sehr, sehr gut. Was sagen die Zuschauerinnen und Zuschauer hier im Publikum? Da gibt es folgendes Voting. Als vierte Stimme obendrauf eine 7,2. Das bedeutet in der Addition, das ist ein ganz entspannter fünfter Platz. Hervorragend, der Udo Naut und die Pernika mit Mein Ding. Das war der Hammer, ne? Hier vom Trommler Olymp mal aus dem Olymp mal zu spielen, wobei der eigentliche Trommler aus dem Olymp ist er hier. Ey, und nächstes Mal geht's richtig ab, sagen wir euch. Yeah. Wenn er geredet hat und die Sprüche gemacht hat, habe ich einen Schrecken gekriegt. Weil ich meine, ich kenne ja Udo seit 47 Jahren persönlich. Also.